Was haben wir hier? Muss unbedingt am Boden muss ich wieder. Ich muss mich unbedingt am Boden muss ich mich hundertprozentig verbessern. Wir reisen deswegen nach zum Judo, zum Bushido Club. Ja. Das wird jetzt wieder ein heftiger Fight. Mal gucken, vielleicht können wir den besiegen. Wenn Jeff Monsoon schon so schwer war, ey, dann ist, wenn ich wirklich so besiege, ey, dann reiße ich hier alles ab, ey. Das werdet ihr dann merken. Und ich weiß, das werdet ihr dann merken. Here is the chance to push yourself. Let's get to it. Gut. Let's do this shit. Special Moves, was hatte der denn nochmal? Ach ja, in die Niba. Kimura, was bringen? Kimura. Ja, das könnte ich auch machen. Are you ready to get started? Komm. Ach, scheiße. Die sind wieder so übelst so gut in Ringen, oder was? Ja, komm. Dreh dich um. Jawohl. Jetzt oben auf ihn drauf. Genau, ja, lass dich wieder umdrehen. Winterm, ey, du bist scheiße. Ja, ja, drin. Are you ready to start the drill? Komm. Ich dachte schon wieder, der versucht eine. Jawohl. Komm jetzt oben drauf. Nein, ja, genau. Dreht ja um oder was? Okay. Hatte ich nicht irgendwie was Come gelernt? Come on, finish strong. 10 seconds. 10 seconds leckt mich am Arsch, ey, mit den 10 seconds, ey. It's time to get started. Ja, ja. Ey. Ey, die sind ohne Scheiß überlegen, ey. Am Boden. Immer. Guckt euch das an. Give it all you've got. 10 seconds left. Kann. Die sind meistens schlimmer als überhaupt der erste Gegner. It's about the artist, not the art. Let's put that into practice. Willst du das mal? Ja, genau. Ja, genau, ich habe wieder Zeitprobleme. Komm, jetzt oben schnell drauf. Komm. And you waste my time like that. Ich war schon It makes drauf, me wonder Alter. About your dedication. Are you ready to start the Ja, ja, I'm ready. Ja, komm. Ach, er kann sich daraus befreien. Aha. Genau. Packst du mir noch einmal nach, ich schwör's dir. Ich trete dich kaputt, ey. Come on, finish strong! 10 seconds! Ey, das kann nicht wahr sein. Ich krieg hier keinen einzigen Special Move hin, ey. Also den. It's time to start the drill. Ich krieg den noch nicht mehr zu Boden, ey. So. Aha, genau. Und er, genau, er kriegt mich direkt zu Boden, genau. Genau. Let's start the drill. Guckt, ey. Kann ich noch nicht mal zu Boden werfen. Und dann, ja genau, macht er das. Ey, ich mach's jetzt noch einmal und dann ansonsten kann... Scheiß Kimura mich mal an den Arsch lecken. Are you ready to go? Gut. Das ist schon mal ein guter Anfang.
I cannot complain when you do it like that. Great work. Muss man nur drohen, wa? Half-Guard oder Side Control? Okay. Haben wir die schon mal. Jetzt müssen wir nur Submissions, Arm Submissions. Da müssen wir am besten besser werden. Mach ich mal. Ich glaube, damit können wir jetzt Fabrice und nicht irgendwie fertig werden, ey. Mit Submissions. So. Ich habe das mal ein bisschen verbessert, aber mehr auch nicht. Boden. Hast du denn da? Gravel auf jeden Fall. Am besten jetzt nur Gravel machen, ey. Das war langweilig, aber. Im Moment, mit nur Glück, mit viel Glück könnte ich es schaffen. Mit sehr viel Glück. Bin noch viel zu schwach. Choke Submission sowieso zu schwach. Leg Submissions bin ich maximal. Und Submission Verteidigung. Ja. Submission Verteidigung muss ich eigentlich machen. It's about the artist, not the art. Let's put that into practice. Eigentlich. Eigentlich müsste ich jetzt Submission Verteidigung machen. Nein! Genau. Genau. Da hat er mich doch schon. Mach ich dann B einfach, ey. Next Submissions, ey, guck. Ach so. Ist nicht if. You will win your next fight. I knew it. Ja, genau. Hey, what's up, buddy? Boss here. You've earned this opportunity, all right? Keep that in mind. You've earned this opportunity. Now it's time to take advantage of it. I know you're ready to become a champion. I'll be right here in your corner. Alright, buddy, talk to you later. Jawohl. Ich geh nochmal ins Telefon gucken, was ich noch alles für Special Moves hab. Beziehungsweise gehe ich jetzt erstmal speichern. Wo haben wir's? Kann ich überhaupt speichern? Aha! Gut. Speichern. Chronik. Bei Chronik eher weniger. Okay. Tribute, Ranglisten. Ranglisten kann ich ja mal gucken. Als der Overeem, ich bin Dritter. Heftig. Weltweit. Wer ist da der Beste weltweit? Zeigt mir doch. Ach, lebt ihr noch oder was? Fedor Emelianenko? Emelianenko oder was? Egal. Tim Sylvia, heftig. Bobby Lashley. Haha. Jawohl. Jeff Snowman, Monson, Andre, Pitbull, Aldowski, Vito Hamilton, Winnie. Okay. Die ersten neun eigentlich. Sheik Horace Rosenblatt. Brad Rogers. Hier The Beast, Bob Sapp. Okay. Der ist noch echt. Aber hier hinten sind alle unecht. Wir mal wirklich jetzt bei anderen. Bei anderen habe ich gesagt. 6 K.O.s. Alter 36 schon. An den Big Daddy. Jan Teski. Aha.
Ich bin auf Platz 2 der Weltrangliste. Less Imperial. Okay. Gehen wir mal zurück. Aber ich finde immer noch nicht, was ist denn Web? Aktuelle Entwicklung aufgrund einiger. Okay. Aha. Okay. Die Reise. Hier ist keine Reise verfügbar. So. Ich gehe mal eben kurz nochmal auf Toilette und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück und jetzt wollen wir fighten! So. Wenn eine Ausdauer erschöpft ist und du nicht mehr genug Energie anzusetzen und abzuwehren, um Erfolg zu haben, musst du Ausdauer clever einsetzen. Und das habe ich mal in den Niederlagen wahrscheinlich nie gemacht. Clever, ihr habt, beziehungsweise ihr hättet schon bessere Ergebnisse erzielt als ich. Aber egal. Ich versuche mein Bestes. Und es wird sein, Fabrizio versuchen zu besiegen. Let's break down this championship matchup with the tail of the tape. Er ist größer und schwerer, den kennen wir ja noch. Für meine Rache. Let's send it to Jimmy Lennon Jr. for the official introductions. It's showtime! We thank you for joining us at the HP Pavilion. This championship fight is scheduled for 5 rounds of action. Fünf Runden wird es niemals geben mit uns. Champion. Niemals. Specializing in Jiu-Jitsu, fighting out of Brazil, please welcome the reigning and defending heavyweight champion, Fabrizio Werdum. And now, the challenger in the red corner. Den kennen wir schon. This fight is for the heavyweight championship. Nein! Jawohl! Takedown defense 101. Komm! Den können wir kriegen. Komm, hoch drauf. That's it! Way to go! Was? Continues to pepper him with these. He has his back, and really, he has so many options from here. Of course, option number one is usually that rear naked choke. Was ist das? Was ist das? Ey! Ja! Was war das? Yeah, Fabrizio! Ey! Boah, warum war der denn schon kaputt? Ey! Ey! Was hat der, was ist denn bei denen kaputt? Ey, der lässt sich einfach ausnocken. Let's go on as for the official decision. Ey! By way of knockout, yeah! Heavyweight champion. Yes! Ja, Mann! Guckt euch das an. Ist das ein Bild oder ist das ein Bild? Yes, wir haben es geschafft, Jungs. Und Mädels natürlich. Aber ich glaube eher, dass Mädels sich das nicht angucken. Weil es so brutal ist. Kann sein. Ich will jetzt nichts Vorurteilhaftes sagen, aber... Heftig. Ey, der hat sich noch nicht mal versucht zu verteidigen. Ist mir dein Weg kaputt. Ey, und dann auf einmal... Ihr habt ja gesehen, was war das? Ich habe viel mehr erwartet, aber... Scheiß drauf. Wir haben es geschafft, Jungs und Mädels. Endlich. Endlich. Puh. Ja, Mann. Das Trainieren hat sich gelohnt. Boah.
hoffe nicht, dass das Spiel jetzt zu Ende ist. Hoffe ich nicht. Ich weiß es nämlich nie mehr. Andrei Arlovski ist einer auch der geilsten MMA-Fighter, die es gibt. Der ist, glaube ich, Strikeforce und UFC-Champion. UFC auf jeden Fall. Strikeforce kann ich euch nicht sagen. Boah, heftig. Wir haben den Titel. Only the best become champions, so now you are one of the best. Congratulations. Dankeschön. Das ist schwer, das Ding, aber wie, okay. Fabrizio, okay, wird's noch? Er will seinen Rückkampf. Mach mal. Auf jeden Fall gibt's jetzt Titelverteidigung. Da werden wir nochmal ein bisschen trainieren, neuer Artikel. Jawohl. Ja, Mann.